Heute in Abenteuer Airline. 50 Tonnen am Haken. Die Ausbildung zum Pushback-Fahrer. Dicke Luft am Ticketschalter. Auch bei kniffligen Fällen heißt die Devise, ruhig und freundlich bleiben. Und vier junge Frauen lernen in ihrer Stewardessen-Ausbildung den Umgang mit allen erdenklichen Notfallszenarien. Vorfeld Flughafen Stuttgart. Zu den Aufgaben von Frank Borkowski gehört die Ausbildung der Pushback-Fahrer. Sein Schüler heute, Sascha Jaus. Der 28-Jährige arbeitet bereits als Ramp-Agent und erhält jetzt noch diese Zusatzausbildung. Also, dann legen wir mal los. Deine Aufgabe wird sein, die Stange anzukuppeln und einmal durch den Parcours zu fahren. Möglichst dicht und gleichmäßig an die Kegel bleiben. Versuche, Präzision ist angesagt, nicht Schnelligkeit. Das Fahren des Schleppers ohne Stange beherrscht Sascha schon recht gut. Für den Pushback, das Zurückschieben eines Jets von der Parkposition, ist allerdings eine Schleppstange notwendig. Mit dieser Stange muss der Schlepper ganz anders gelenkt werden. In diesem Parcours auf dem Vorfeld soll Sascha das Gefühl dafür bekommen. Aufwärmtraining vor dem ersten richtigen Einsatz am Flieger. Jetzt sind wir an der Pylone hängen geblieben. Stopp. So schnell kann es gehen. Also, beim nächsten Mal lieber noch mal ein klein bisschen langsamer. Man sieht, wie schnell man da die Kontrolle verliert. Deshalb lieber einen Tag langsamer und dafür schön und gleichmäßig. Jawohl. Also noch mal ein Stück zurückfahren und noch mal ansetzen. Nur nicht hudle. Es wird so lange geübt, bis keine Pylone mehr umfällt. Was ist der Reiz? Die riesengroße Verantwortung, die man hat, wenn man weiß, man hat jetzt hier bis zu 75 Tonnen am Haken hängen, die sicher von A nach B zu bringen und 180 Leute möglichst schnell und dem Zeitplan nahe in Urlaub. Später soll es noch zum lebenden Objekt gehen, einem Airbus A319 mit Urlaubern in den Süden. Wir haben keine Tickets und der Check-in ist genau gegenüber. Claudia Brodbeck ist Stationsleiterin in Stuttgart. Die 37-Jährige hat 15 Mitarbeiter zu koordinieren und hat manchmal schwierige Situationen zu lösen. Morgen, Claudi. Und? Alles klar? Alles gut gelaufen bis jetzt. Gut gelaufen, schön. Passagiere waren bis jetzt alle ganz ruhig. Wir erwarten einfach verschiedene Situationen, dass Passagiere zu spät kommen, aus verschiedenen Gründen. Dass sie Übergepäck haben, dass sie bezahlen müssen, eventuell auch einfach falsch gebucht haben, Umbuchungsgebühren abzahlen müssen und so weiter. Also ich habe meinen Flug gerade verpasst und würde gerne umbuchen. Mhm. Und es geht so bald wie möglich heute, irgendwie nach Dresden. Ich biete Ihnen eine Umbuchung an, selbst die ist aber nicht mehr günstig, da Sie die Differenz des neuen Flugpreises bezahlen und die Umbuchungsgebühr. Ja? Das heißt, wie teuer? Ich mag es Ihnen fast gar nicht gerne sagen. 303,82 €. Okay. Ja. Ich bin ganz oft schon geflogen, ist mir noch nie passiert. Ich bin gerade völlig am Heulen. Aber egal. Ja. Einfach Probleme zu spät. Losgefahren. Morgen. Passagiere mit verpassten Flügen gibt es täglich. Was aber tun, wenn jemand zum Abschied ein paar Schluck getrunken hat? Lissabon. Ganz schön, bitte. Sascha Jaus wird zum Pushback-Fahrer ausgebildet. Das ist sein erster Einsatz am Flieger. Germanwings um 14 Uhr von der 24, den November Victor. Der 28-jährige Stuttgarter soll einen Airbus A319 zurückschieben. So, also, unser Flugzeugtyp ist bekannt, dann suchen wir uns jetzt die richtige Stange aus. Alles klar. Denn jeder Flugzeugtyp hat seinen eigenen Stangetyp. So, auf was muss ich jetzt nochmal genau achten? Ich schaue jetzt auf jeden Fall nochmal, dass die Hydraulik funktioniert. Gleich vorne, ob die Bolzen alle in Ordnung sind. Okay, prima. Dann. Die Stange wird auf Beschädigungen überprüft. Dann wird sie zunächst hinten am Schlepper angehängt. Das Flugzeug lässt sich nicht mehr kontrolliert steuern und die Platzverhältnisse am Vorfeld sind sehr begrenzt.
Und dann ist halt ein unkontrolliertes Fahren und Pushen und das können wir uns gar nicht leisten in den Verhältnissen. Jetzt geht es gleich los. Es ist ein positiver Stress, den man da hat, weil man doch endlich selbstständig fahren kann und darf. Die Herausforderung ist riesengroß, weil ich doch sehr stark daran interessiert bin, das Flugzeug natürlich sicher und ordentlich und gerade auf die Linie zu stellen. Dieses Interesse kann man verstehen. Diesen Pushback wird Sascha nicht ganz allein durchführen. Sein Ausbilder wird neben ihm sitzen und eingreifen, falls nötig. Aber etwas später soll er es auch schon alleine versuchen. Ein Pushback-Fahrer arbeitet mit dem sogenannten Walkout Assistant zusammen. Der ist für das korrekte Anbringen der Schleppstange am Bugfahrwerk des Flugzeuges und am Schlepper verantwortlich. Er steht außerdem direkt mit dem Cockpit in Kontakt und gibt Signale an den Fahrer. Beim Pushback ist Augenmaß gefragt. Jetzt wird's richtig stressig, jetzt geht's dann sofort los. Bitte darauf achten, Gang einlegen, Bremse lösen und auf das Bugrad achten, dass sich die Räder ganz langsam in Bewegung setzen. Ohne viel Lenkbewegungen, ganz ruhig an der Linie halten. Und wenn das Hauptfahrwerk die rote Linie erreicht hat, dann beginnen wir mal ganz langsam mit Lenken. Noch ein bisschen einlenken nach links. So, jawohl, so halten. Und so weiterfahren. Genau so, jawohl. Und langsam ausrollen. Stopp. Prima. Auch sanftes Anfahren und Bremsen ist wichtig. Schließlich könnten Personen im Flugzeug stehen. Zum Beispiel Stewardessen. Ann-Kathrin, Christine, Mareike und Ulrike lernen seit 3 Wochen für ihre Ausbildung. Denn Themen wie Luftsicherheit, Erste Hilfe und Evakuierung müssen auch in der Theorie sitzen. Es ist wirklich sehr viel zu lernen. Und man kommt auch wirklich nicht drum herum, sich abends nochmal hinzusetzen und wirklich gezielt sich die Themen noch anzuschauen, wo man unsicher ist oder weil man jetzt was nicht verstanden hat. Am nächsten Morgen müssen die Auszubildenden im Trainingscenter das frisch Gelernte in die Praxis umsetzen. Das nächste Übungsszenario? Plötzlicher Druckabfall in einem vollbesetzten Flugzeug. Beim Betreten des Mockups, dem Flugzeugsimulator, machen die 4 jungen Frauen schon mal eine gute Figur. So, wir kommen zur nächsten Übung. Es geht um eine Decompression, und zwar um eine Rapid Decompression, einen schnellen Druckverlust in der Kabine. Kann ausgelöst werden durch was, Simone? Ja, zum Beispiel, wenn eine Tür mal irgendwie flöten geht oder wenn wir ein Stück Dach verlieren. Was macht ihr als allererstes? Was ist der Keypoint, Ulrike? Erst ziehe ich mir die Maske über und dann helfe ich einer hilfsbedürftigen Person. Genau. Es ist wichtig, dass ihr euch erstmal selber rettet, um danach anderen Personen, sprich den Passagieren, zu helfen. Eine freiwillige Crew bräuchte ich. Die Flugbegleiter machen Service. Ulrike und Christine bleiben hier vorne. Holt euch bitte die beiden Trolleys von hinten. Passagiere sitzen angeschnallt auf ihren Sitzplätzen. Ulrike und Christine beginnen im vorderen Teil des Flugzeugtrainers mit dem Service. Sie müssen bis Reihe 9 bedienen. Doch so weit kommen sie gar nicht. Ihre Arbeit wird unterbrochen von plötzlicher Rauch- und Geräuschentwicklung. Innerhalb von Sekunden fallen Sauerstoffmasken herab. Jetzt sind blitzschnelle Entscheidungen gefragt. Terminal 3, Flughafen Stuttgart. Der angetrunkene Passagier ist ein Fall für die erfahrene Stationsleiterin Claudia Brotbeck. Unser Entscheidungskriterium ist immer, gefährdet er die Flugsicherheit, ja oder nein. Und rein der Geruch nach Alkohol, damit stellt er noch kein Risiko für die Luftsicherheit dar. Wenn er jetzt Ausfallerscheinungen hätte oder er wird ausfällig, dann kann das schon eintreten und dann müssen wir auch gezwungenermaßen den Passagier vom Flug ausschließen. Sie fühlen sich wohl? Sehr gut. Sehr gut. Ich möchte Sie nur bitten, bevor Sie dann ins Flugzeug einsteigen, jetzt keinen Alkohol mehr zu trinken, sondern trinken Sie noch ein paar Kaffee und dann ist gut. Okay? Wir sehen uns unten am Gate. Schönen Flug.
Na, das ging für alle Beteiligten ja nochmal glimpflich aus. Schwieriger wird es, wenn medizinische Geräte der Passagiere an Bord müssen, wie zum Beispiel Gaszylinder. Und was sind das für Zylinder? Ja, wart mal, ich komm gleich. Ciao. Ein Passagier hat Zylinder für sein Inhalieren.